Sie werden jedes Jahr größer, pompöser, die Strohfiguren der Korntage in der Propstei. Jedes der 18 teilnehmenden Dörfer hat seine eigenen. Für Sina Petrowski und ihre Wentorfer Mitstreiter eine Herzensangelegenheit. Sie haben sich für eine Szene aus Shaun das Schaf einer Kinderzeichentrickserie entschieden. Man sieht das gar nicht, ne? Aber in diesen Figuren stecken 300 Stunden Arbeit tatsächlich. Wir haben schon vor Ostern angefangen und uns zweimal die Woche getroffen. Und dann so 2-3 Stunden immer gewerkelt. Und ja, man ist erstaunt, wie lange sich das dann doch nachher hinzieht. Dann denkt man immer, man ist fertig und dann tüdelt man hier noch und danach und hier noch ein Detail und so. Und dann also 300 Stunden. Die Strohkunstwerke sind mittlerweile beliebte Fotomotive. Die Fotos gehen jetzt nach Amerika zu unseren anderen Enkelkindern und Urenkelkindern in der Nähe von Chicago. Die freuen sich immer über Fotos. Zusätzlich liegt an jeder Figur für Neugierige ein Stempel bereit. Manche haben wir schon angeguckt. Sind alle 18 Stempelmotive im Heft, können Eltern und Kinder etwas gewinnen. Die Karten kriegt man an einigen Stationen oder an speziellen Stellen, vor allen Dingen an den Touristinformationen. Die Skulpturen sind im Rahmen der Korntage entstanden, die der Tourismusverband vor über 20 Jahren ins Leben gerufen hat, um Urlaubern Land und Menschen näher zu bringen. Viele Leute kommen zusammen, ob jung oder alt. Es gibt Teams, die haben eine Stärke von 20 Menschen, manche sind nur zu fünft. Viele Neubürger sind dabei, die dann in die Dörfer gezogen sind. So lernt man sich kennen. Man hat eine Aufgabe und hat viel Spaß und isst eine Bratwurst abends, ein Stück Kuchen. Also das fördert mit Sicherheit die Dorfgemeinschaft. Die Figuren werden auch außerhalb immer beliebter. Touristen aus vielen Teilen Deutschlands zieht es so in den Kreis Plön. Besonders Fahrradbegeisterte, wie etwa Marco aus dem Siegerland. Seit 15 Jahren macht er hier Halt. Dieses Mal zwar unfreiwillig, das tut seiner Begeisterung aber keinen Abbruch. Wir fahren in der ganzen Propstei die Strohfiguren ab, jedes Jahr mittlerweile, oder die meisten jedes Jahr. Und hier hat es jetzt heute mich verschlagen, weil ich einen Reifen platt gefahren hatte und hier auf den ADAC warte. Die Kunstwerke bestehen zum großen Teil aus Stroh und Kaninchendraht. Hier in Stein begeistert eine Szene aus dem Kinderbuch Die Schnecke und der Buckelwal Anwohner und Touristen. Seit Februar wurde gewerkelt, zweimal die Woche, jetzt ist die Figur fertig. Wir waren alle ultra aufgeregt, als wir sie aufgestellt haben, weil das Ding wiegt halt auch einiges. Und wir haben es halt nicht hier gebaut, sondern an einem anderen Ort. Das musste irgendwie hierher transportiert werden. Also das war ein mega cooles Gefühl, dann hierher zu kommen und sie dann auch zu sehen, wo sie an Ort und Stelle steht. Die Strohfiguren der Korntage. Selten haben Draht, Stroh und viel Liebe zum Detail zu mehr Zusammenhalt innerhalb der Dorfgemeinschaften und zu so vielen glänzenden Kinderaugen in der Propstei geführt.